Alter! Oh, Alter, ich hab alles ins Gesicht bekommen. Ich sag euch, mit so einem Ding, da schleppt ihr die Chicks reihenweise ab. Oh, geiler Scheiß, Alter. Ich hab trotzdem ein bisschen Angst. Das ist eine Frechheit. Schön, dich zu sehen, Joy. Wie geht's, wie steht's? Gut. Mich interessiert nicht, wie es dir geht, deswegen frage ich nicht. Ich frage nur aus Höflichkeit. So fürs Video, weißt du, damit ich nicht wie ein kompletter Wichser dastehe. Übrigens, mein Kupplungshebel ist immer noch krumm. Boah, David, es tut mir so leid. Ich dachte, heute bringe ich mal ein bisschen mehr PS mit. Wenn wir schon nach Düsseldorf fahren, dann müssen wir zeigen, was wir haben. 125 PS, 180 PS. Wenn ich tiefer wäre, würde ich die mal fahren. Boah, es sieht überhaupt nicht safe aus. Du kommst ja nur mit den Fußspitzen auf den Boden. Mit einer. Aber die muss doch irgendwie runtergehen. David, nein! Du bist hochgemacht sogar. Ah, die fährt hoch! David, echt, die fährt hoch! Ja, die fährt hoch! Die ist hochgefahren! Ach du Scheiße! Die fährt jetzt wieder runter, das gibt es nicht! Hä? Ey! Aua! Ey, ich muss tanken. Hast du noch genug auf dem Giro oder schon wieder Dispo? Genuss. Willkommen im Club. Wow! Maschallah. Ich sag dir ehrlich, ich habe damals als Kind nur Kopfstände gemacht. Ich konnte die 3 Minuten halten. Warst du so ein bisschen ADHS-Kind, oder? Ja, wirklich. Ich bin auf Bäume geklettert, ich bin über Zäune geklettert. Ich habe so viel Scheiße gebaut als Kind. Kam auch mal die Polizei mit dir nach Hause, oder? Alter, ich sag dir ehrlich, die Polizei kam oft, aber ich bin immer weggerannt. Die sind auf Grundstücke eingebrochen und sowas und haben da dann irgendwas mitgenommen oder so. Digga, du bist einfach eine Kleinkriminelle, wortwörtlich. Alter, richtig Schräglage hier. Oh mein Was geht ab? Geil, Mann, die Hot Rods hier am Start. Geil! So cool! Hot Rod, oh, Digga! Boah, der kann einen Drift raushauen, hast du es gesehen? Alter! Guck mal, geil, die winken zurück. Wie geil sind die denn drauf? So cool! Ich fühle das immer total, wenn wir zwei unterwegs sind auf den Naked Bikes. Es ist aber noch nie so passiert, David. Das ist das erste Mal. Das ist unser erstes Mal. Wir waren noch nie beide auf dem Naked Bike. Das ist schon ein besonderer Moment. Zu zweit. Oh Mann, ey. Guck mal hier, die wollen auch eine Runde Hot Rod fahren. Aber ziehst du halt auch jeden auf dich. Bitte nicht. Boah, hast du gesehen? Alter. Die hat einfach das Auto geschlagen. Aber guck mal, das ist ein Ausländer. Aus der Schweiz. Vielleicht ist das in der Schweiz ja anders. Das sind Zebrastreifen, nur Deko. Alter, ist das dunkel. Junge, ist die laut. Ich kann halt nicht Vollgas geben, weil die direkt vorne hoch geht. Aber du kannst Kupplung ziehen und einmal. David, ich muss dir jetzt was zeigen, aber wir müssen dafür ganz langsam fahren. Willst du mich verarschen, Digga? Hast du das gesehen? Geiler Scheiß, Alter. Geiler Scheiß, Alter. Ich hab trotzdem ein bisschen Angst. Ja, du solltest Respekt haben. Das ist wirklich nicht umsonst das Biest. Ja, komm, komm, komm! Oh, 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 ich bin einfach weggeflogen! Also Joy, hast du sehr gut gemacht. Geil, danke. Alter, meine Augen tränen. Ich hab schon wieder vergessen, das Visier runterzumachen. Dann auf einmal so klack. Ich hab mich so erschrocken. Ich, mini kleiner Stöpsel, auf einer 1290 Super Duke. Das glaubt mir doch keiner, dass ich die fahren darf. Nee, eigentlich nicht. Soll ich mal ein, zwei Fotos machen von dir? Boah, ja bitte. Sieht so brutal aus. Ich hatte bis jetzt wirklich ein richtig gutes Gefühl, also nicht annähernd irgendwie gekippt oder so. Ja, aber du hast ja schlechte Erfahrungen mit mir und umkippen und deinen Motorrädern. Doch. Das geht nicht, nein, 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 das geht nicht. Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Mir steht ja eigentlich eine Super Duke. Ja, mach mir doch ein Wheelie. Das willst du nicht. Ich fühle mich gerade so wie der König der Welt. Ja! Du sollst ein Wheelie machen. Oh, David, mach mal ein Wheelie. Ja, Mann, geil! Geiler Scheiß, richtig geil! Weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren durch einen Tunnel. Ja, Mann, Tunnel! Okay! Ich sehe dich gleich schon. Puff, Motorschaden. Hab ich Schaden in die Kopf, hab ich Schaden in die Motor. Banana im Kopf. Boah, guck mal da, kommt noch mein Mopedfahrer. Supermoto sogar. Die Stöpselaktion wieder. Einmal quer über die Straße, guck so. Hallo! Mir gehört die Straße. Die CEOs auf Straßenverkehr sind wieder zurück. Heute in Düsseldorf. Ganz genau. Oh, da ist ein Ferrari da vorne. Welcher ist das? 548. Ah, ah. Oh nein. Komm, einmal darfst du noch raten. Also wirklich, David, von Ferrari-Modellen habe ich wirklich keinen blassen Schimmer. Das ist ein 488. Oh, da sitzt ein richtig junger Typ drin. Schönes Auto, mein Lieber.
Oh, jetzt hat er hier Gas gegeben, extra für uns bestimmt. Ja, der soll mal neben mich fahren. Ich zieh den ab. 5,48. Wow. Alter, da fahren wir doch mal hinterher, hinter die Krachbude. Alter. Oh, das ist nicht legal, Alter. Digga, was kommt da aus dem Auspuff rausgeflogen? Boah. Alter. Boah, Alter, ich hab alles ins Gesicht bekommen. Boah. Digga, das Ding faucht einen an. Ja. Das ist nicht mehr normal. Bruder, geiler Sound. Danke. Was ist das für eine Maschine? Ein geiler Typ. Ja, schönen Sonntag dir. Ja. Oh, da ist Polizei. Da müssen wir aufpassen. David, das ist krank. Ich wurde mal angehalten. Ich hatte mein Verdeck auf. Ne? Ich habe ja so ein Schiebedach. Wir waren gerade im Pool. Wir haben lockige Haare, halb nasse Haare noch gehabt. Weißt du, so ein Bikini im Auto und so. Und dann kam mir so Polizei entgegen. Ich habe nichts gemacht. Ich war angeschnallt. Und dann auf einmal dreht die Polizei um und hält uns an. Die haben mich angehalten, weil die gedacht haben, ich habe mich mit dem hinteren Anschnaller angeschnallt, weil das für die so aussah. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber die haben uns angehalten, weil die uns geil fanden. Ja, das waren dann einfach ein paar Lustmäulchen von der Polizei, die ein paar junge, hübsche Mädels im Bikini sich anschauen wollten. Aber der war auch süß. Der war auch süß. Ah! Maurice findest du auch süß, ne? Also Maurice ist süßer. Rose forever. Boah, ich guck mich so gerne in dieser Scheibe an. David, warum sah ich so geil aus? Das kannst du dem Motorradfahrer hier nochmal so ins Ohr schreien. Soll ich dir mal fragen, warum ich so geil aussehe? Ja, frag den mal. Warum sehe ich so geil aus auf diesem Teil? Alter, das tat so weh. Play stupid games, win stupid prizes. Was geht ab? Geile Karre, mein Lieber. Danke dir. Wie viel PS hat das Teil? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube 5. Digga, das sieht so lustig aus. Ich kenne dich, glaube ich, von Instagram. David heiße ich. Ja, genau, du bist das. Wie heißt du? Grüß dich, Walid. Ey, meinst du, ich kann mal so einen Kreis fahren hier? Klar, hier. Muss ich irgendwas beachten, Digga? Nee, gar nicht. Gar nichts. Ach, laber kann jetzt sogar E-Starter. Ich dachte, ich muss jetzt kicken. So, Freunde, Probefahrt hier auf der Honda Monkey. Alter, die hat ja richtig Sound, Alter. Ich sag euch, mit so einem Ding, da schleppt ihr die Chicks reihenweise ab. Sound, Optik, 10 von 10. Alle freuen sich. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich mir das auch kaufen soll. Machen wir noch einen kleinen Beschleunigungstest. 3, 2, 1. Ach, das Tacho geht gar nicht, verdammte Scheiße. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Das waren die besten 5 Minuten, die ich heute erlebt habe. Geil. Dickes Dankeschön, Bruder. Maschallah. Mein Bild schießen zusammen? Ja, klar, gerne, Digga. Jo. Wunderschönen Sonntag dir noch, gell? Danke. Darkness, lieben wir. Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit, wie laut diese Karre ist. So, ein kleines Tuning-Treffen hier. Wie niedrig ist das Teil, Digga? Luftfahrwerk oder was ist das? Wem gehört denn der? Servus. David, hi. Hi, Tobi. Freut mich. Was hat er so an Leistung? Ist Serie oder? Ja, ein bisschen fett, aber es ist 350. 5-Zylinder, oder? Jo. 2,5 Liter Turbo, 5-Zylinder. Ja, 4-Zylinder, die 9 ist irgendwie so wie Furz mit Finger im Arm. Ja, genau. Wurde aber schon einmal stillgelegt. Du wurdest stillgelegt? Zu laut und zu tief war der damals. Ich betäube meine Sinne. Ah, vernünftig.